Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, wie man sieht, ich bin jetzt wieder hier bei diesem Fort. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ist ja auch wurscht. Ja, so flatze ich gar nicht gerne in meiner Ausrüstung, wie ich erst dachte. Weil uns Schrauben fehlen. Uns fehlen Schrauben, ganz viele. Und ja, wir sind jetzt mitten in der Nacht unterwegs und jetzt werde ich erstmal ein bisschen hier die Stadt untersuchen, während ja, wir dann mal weiterschauen, nachdem jetzt die dunkle Bruderschaft, die stählerne Bruderschaft angekommen ist. Also wir haben jetzt einiges zu tun, glaube ich. Und die Hauptstory wird jetzt wohl ein klein wenig hinten anstehen erst einmal. Und wir haben jetzt nämlich viel, viel nebenher zu tun. Erst einmal. Also wundert euch nicht, wenn wir jetzt Ewigkeiten erstmal irgendwo anders rumdumpeln. So, hier hatte ich... Ist ja mal geil, okay. Interessant. Ja, hier war nämlich letztes Mal eine Mine, wo ich dann mal eben kurz explodiert bin. Oh, eine Voltec Lunchbox. Machen die nochmal auf. Auf. Ey, gucke da, was haben wir denn da? Eine leckere eiskalte Nuke Cola. Was haben wir hier noch? Schrotpatronen. Schrot, immer her damit. Ein Teddybärchen und ansonsten nur Schrott. Oh, Klebeband. Wir können jetzt hier wieder ein bisschen was schleppen. Das ist ja schon mal sehr positiv für uns. So, hier gibt es nichts mehr. Dann schauen wir erstmal weiter. Da sind wir hergekommen. Gehen wir mal weiter hier durch die Häuserchen, durch die zerstörten. Haben wir hier im Mülleimer vielleicht noch irgendwas? Ja, jetzt nichts Weltbewegendes. Da hänge ich einfach mal fest. Hier ist auch nichts. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Aua, aua. Was zum Geier? Ach so. Ach, verdammt. Hab schon. Ja. Ach, jetzt leck mich doch nicht. Blähfliege. Drecksvieh. So, einmal nachladen. Hier liegt auch noch eine. Und ich höre schon wieder eine nee, das ist keine Blähflüge, das ist so eine hässliche Mücke. Ich wechsle gerade mal die Waffe auf die 10 mm. Ich glaube, mit der kommen wir besser klar. Das Vieh verzieht sich. Deswegen soll mir das mal egal sein. Ich renne jetzt nicht jedem Vieh hinterher. Soweit kommt es noch. So, kommen wir hier hoch. Komm schon. Ja, das geht und ich höre schon wieder was. Boah. Blähfliegen. Gittigit. Und auch die. Oh nein. Na, hier ist aber ein Insektenreich. Die oh. Fuck, jetzt sind wir hier runtergefallen. Scheißendreck. Aua. Ah, Drecksvieh. Komm, geh weg. So. Einmal Ruhe hier. Kronkorken. Wie kommt das denn an Kronkorken? So, was hat der denn hier? Ein Schlüssel der Blutklinik. Hat der auch noch einen Zettel dabei? Nein, hat er nicht. Okay, Blutklinik, Schlüssel. Ich habe keine Ahnung wofür. Ja, schauen wir uns hier mal eben kurz weiter um, während unsere gute Freundin da draußen... Ja, dann mach mal platt da draußen, während ich hier unten... Ah, auch hier noch ein so ein Drecksvieh. Und noch ein Drecksvieh. Ach komm, wie viel gibt's denn von euch hier? Hier, da, nimm das. Zack, zack. Eine legendäre Eiterne. Der Tag ist ja nicht verarschen. Gibt's eine eiternde, legendäre eiterne Blähfliege? Alter, jetzt geht's euch noch ganz gut, oder? Nehmen wir erstmal einen Stimpack. Damit wir wieder heile sind soweit. Noch ein Stimpack. So. Eine Blähfliegendrüse, keine Ahnung, wofür die gut sein soll. Alter! Hier, bitteschön! Alter! Infizierter Blutkäfer! Was ist denn das hier für ein Insektenheim? Ja, nehmen wir noch. Ich nehme mal. Hier, bitteschön! Der saugt sich aus!
Hau doch ab! Boah, es geht denn hier ab? Meine Fresse, noch mal kurz ins Simpark reingepfiffen, so, und schon sieht das Ganze wieder besser aus. Aber hallo, was geht hier ab? So 10 mm haben wir kaum noch. Gehen wir mal auf die Waffe zurück hier so lange. Alter Falter, also damit hatte ich jetzt mal null gerechnet. Oh, radioaktive Flüssigkeit. Sollte ich vielleicht nicht so drin rumspringen? Vielleicht keine so kluge Idee. Aha, hier hätten wir auch was machen können. Das habe ich leider nicht gesehen von außen. Ah, Hirnpilz, okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Hm, ob wir hier ein paar Infos bekommen, worüber... Noch ein Schlüssel zur Blattklinik. Ist ein Radaway. Ich höre da schon wieder Gesumme da drin. Ich glaube, es ist mal Zeit, eben kurz zu speichern, wo wir gerade hier sind. Also das scheint über uns zu sein. Ist gar nicht hier drin. Blutpaket, Radaway. Oh, reichlich Blutpakete. Okay, da ist noch eine Knochenfräse. Keine, was? Ach, Verbandsschere, Verbandstasche erst gelesen. Was haben wir hier noch? Also Blutpakete haben wir hier genug. Also, was haben wir hier? Oh, Munition! Ganz viel davon. Noch zwei neue Waffen. Heieiei, also hier mal wieder was gefunden. Na, das hat sich ja mal gelohnt. Reichlich Blutpakete. Und da unten ist auch noch irgendwas. Oh. So. Tja, haben wir das auch noch? Da ist nichts mehr. Oh, da haben wir noch Blutpakete. Die hätten wir fast liegen lassen. Da auch noch mal. Alter, wie viele Blutpakete haben wir denn diesmal mitgenommen? Also, da können wir ja mal fleißig. Oh, da ist ja auch noch was. Boah, so viele Blutpakete. Eieieiei, was haben wir denn hier für eine Goldgrube gefunden? Um Stimpaks herzustellen. Heider, nein. Und welche Klinik? Also, ich bin nämlich echt noch am Überlegen, für welche Klinik wir hier einen Schlüssel gefunden haben. Aber das werden wir bestimmt noch rausfinden. Da haben wir noch eine Blähfliegendrüse. Ja, da hast du wohl recht. So, gehen wir mal nach oben. Verarschen. Jetzt reicht's. Hier, nimm das. Das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ich höre noch. Alter! Wer hat denn diesen Affen hier oben hingesetzt? Du, Kollege, oder was? Hm. Leeres Blutpaket. Schrank. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ja, ist ja gut. Ja, endlich mal Ruhe hier. Und da haben wir noch ein Untersuchungsterminal. Wo wir erstmal ein... Ja, Passwort finden müssen. Das ist es schon mal nicht. Gold... Nein. Some tanks wake. Gone. Vielleicht gone. Ne, gone ist es auch nicht. Hm. Also gold und gone. Hm. Ah. Und ich kann schon wieder was zum... Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, da haben wir noch... Und noch ein bisschen was rumfliegen. Nehmen wir auch mal mit. Das ist ein... Hä? Naja. Ich frag mal nicht weiter. So, versuchen wir es nochmal. Heat. Wie sieht es mit Heat aus? Ne, Heat nicht. Tant. Tant mit T wird uns auch nicht helfen. Wie sieht es mit Ward aus? Alter. Gray vielleicht.
null Anhaltspunkte momentan. Dieses Terminal ist gesperrt. Ja. So, dann. Nein. Diet? Alter, das gibt's doch nicht. Zone. Hey, wollen wir alle verarschen? Hart. Wir kriegen dieses Passwort hier noch raus. Ist ja unglaublich. Hm. Piper, helf doch mal. Zu zweit geht das einfacher. So, nochmal. Used. Nein. Care? Nein. Died? Nein. Wipe? Vielleicht wipe? Ach komm, ey, das kann doch nicht wahr sein. Kommt, nehmen wir gerade mal ein Rod Array, wo wir gerade hier sind. So. Damit wir die Scheiße mal wieder weg haben. Und dann das Ganze noch einmal. Es kann doch nicht sein, dieses verdammte Passwort rauszubekommen hier. So, Labs. Natürlich nicht. Last. Immer nur ein Treffer. Cast? Alter, das gibt's doch nicht. What? Der Rätselhammer? Irgendeine so eine beklopptes Passwort muss es doch sein. Ey, das gibt's doch nicht. Da draußen werde ich schon wieder was rumfliegen. So, ich probiere es jetzt noch einmal. Docs. Nein, Docs ist es schon mal gar nicht. Muss was machen mit Tarp. Das wär's. Muss ich verarschen. Bluttest-Protokoll. Greta Mars Blood Klinik Ablauf. Routine Bluttest. Letzte Aktualisierung 5577. Also 5.5.77. Gegenüber Patient Vertraulichkeit zusichern. Zweitens Blutabnahme in Testreihenfolge. Drittens Patient entlassen. Viertens Blutprobe an Analyselabor im zweiten Stock übergeben. Sollten keine Hilfskräfte verfügbar sein, eingehende Proben eindeutig kennzeichnen und in einem Laborkühlschränke aufbewahren. Passwort KJT540. Okay. Testprotokolle. Ach du Scheiße. 10905 bis 2092. George, kleines Blutbild. Ergebnis erhöhte Blutzucker, Cholesterinwert. Gleichbleibend hohes Risiko für Diabetes und so weiter und so fort. Ernährung und Sport empfohlen für den guten Mann. Hinweis, Gesundheitszustand des befehlshabenden Offiziers gemäß Dienstanweisung als ausgezeichnet angeben. Na, so haben sie also ihre Leutchen gesucht. Vitamin D-Mangel, hoher Blutdruck. Oh, das klingt schon mal gar nicht gut. Aufgrund technischer Arbeit mit viel Stress, Entspannung empfohlen. Ergebnisse an die Leitung der Personalabteilung zur weiterführenden Bewertung übermitteln. Hier, Thomas, Ethan Thomas, proteinische Blutkultur, negativ, der Patient leidet wahrscheinlich an einer Grippe, Bettruhe und viel Flüssigkeit empfohlen. Erneute Untersuchung in 2 Tagen, falls das Fieber unverändert bleibt. Hinweis, Pfleger anweisen, den Teddybären zu desinfizieren. Na dann. Ah, scheiße. Dann Nummer 3, Ergebnisse negativ. Achso, das hatten wir schon. Das hier dann, Cesar, M. Cesar Lopez. Standardtest auf Geschlechtskrankheiten. Ergebnisse negativ. Na, hat der ein Glück. Dann haben wir den nächsten. Vaterschaft. Pränental. PCR-Analyse zeigt starke Übereinstimmung mit Patient 249,98%. Vertraulichkeit gegenüber dem Patienten erneut bestätigen. Ergebnisse gemäß Dienstanweisung an befehlshabenden Offizier übermitteln. Klingt alles sehr verdächtig. Vorgang, Ergebnisse, Hinweis. Kall. Ich habe die Shams in Blutlagerraum im Keller versteckt. Aha. Sie sind in einer Box im 2. Kühlschrank, 3. Reihe, unterstes Regal. Der Kontakt will sich heute Nacht haben. Komm nicht zu spät, löscht diese Nachricht. Okay, das haben wir ja schon geholt. Wenn ihr euch erinnert, da waren wir ja schon. Okay, aber es ist irgendwie ein Krankenhaus haben wir noch. Ach so, da sind wir. Das ist also... Na toll. Haben wir jetzt da unten noch irgendwelche anderen Möglichkeiten? Ich schaue nochmal eben ganz kurz da unten rein. Ich gehe davon jetzt mal nicht aus, weil den Rest, den haben wir ja irgendwie alles. Hallo Piper. Und da oben höre ich schon wieder Brummeln.
Ja, mehr ist hier, glaube ich, nicht. Ne, ne, ne. Also, ne. Und das haben wir ja auch alles mitgenommen. Ja, hier ist soweit nichts mehr. Gut, dann wäre das erledigt. Hätten wir die Blattklinik hier auseinandergepflückt. Und dann können wir uns weiter umschauen. Müsste das hier nämlich fertig sein. Tja, wohin gehen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen mal hier vorne hin. Da ist so eine Art Bunker. Oder? Dann gehen wir noch ein bisschen durch die Stadt. Ich guck mal eben. Da ist das Fort. Okay, gehen wir nochmal darüber auf die andere Seite. Nee, ist gar nicht das Fort. Der Fort ist da vorne. Was ist das denn hier für ein Gebäude? Waren wir da schon drinne? Mal eben kurz Lucky Lucky machen. Ah, hier kommen wir nicht rein. Okay. Gehen wir nochmal ein Stückchen weiter nach da oben. Am Fort vorbei. Oh, Kaliber, Rettungsring. Was war denn im Rettungsring? Naja, falls wir ersaufen, haben wir einen Rettungsring. Oh, das sieht nach einer Red Rocket Tankstelle aus, da vorne. Ich laufe mal weiter in diese Richtung. Was haben wir denn hier noch? Hier ist auch noch ein schickes Gebäude. Der wollte wohl Billard spielen, ist dann aber irgendwie vom Weg abgekommen. Was haben wir hier? Ein Mondaffe. Jangles Mondaffe. Nehmen wir den mal mit. Was haben wir hier noch? Ein Buch, das wir nicht nehmen können. Eine Kamera für Piper. Was haben wir hier? Flasche mit Frostschutzmittel. Falls wir uns mal wieder abschießen wollen. Ich höre Schüsse in der Ferne. Keine Ahnung, wo genau. Aber irgendwo wird hier geschossen. Erstmal gehen wir jetzt hier ins Red Rocket. Würde ich mal sagen. Mal sehen, was wir hier so finden. Superkleber, eine Schere. Da haben wir jetzt nicht so viel. Hier haben wir eine Rüstungswerkbank. So, so, ich schau mal eben ganz kurz. Ja, viel können wir hier eh nicht machen. Können wir hier vielleicht irgendwas verbessern? Ja, kann man hier noch lackiert. So, mal eben kurz drauf gebattet. So. Können wir aber auch schon wieder gehen. Ich wollte da nur mal eben ganz kurz reinschauen. Ja, hier irgendwelche Kanister mal wieder. Da haben wir auch noch den Kasten. Ich glaube, den haben wir schon untersucht. Dann gehen wir mal hier vorne rein. Hier, das ist ein Dettel. Das sieht aus wie so ein Wagenheber. Ist das ein Wagenheber? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier haben wir wieder so ein tolles Ding. Ein Powerstation-Ding. Haarklammer. Und hast du nicht gesehen? Da haben wir einen Schrank. Jo, auch ganz nett. Klebeband, eine Lötlampe, Putzmittel und Ordner. Keine Ahnung, wozu der gut sein soll. Eine Kochplatte. Ansonsten ist hier nichts. Also, Red Rocket ist ja relativ genügsam mit dem Zeug, was es so hat. Und hier kommen wir ins Forthagen-Füllstation. Na dann. Ja, ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um in Forthagen. Scheint es auf jeden Fall ziemlich heftig erwischt zu haben, diesen Ort. Der Moment, wo die Bomben fielen. Oder vielleicht war es auch nur eine, die in dieser Region eingeschlagen ist und alles zerstört hat. Wer weiß, wer weiß. Ganz, den Krieg haben wir ja nicht wirklich miterlebt. Oh, was haben wir denn da? Sieht aus wie eine Ölstation. Lauter zerstörte Gebäude hier, aber das sieht jetzt nicht so aus, als würden wir hier irgendwas finden. Da drüben sieht aus wie Ghule, da gehen wir mal weg. Gehen wir mal hier an den Pool mit Holz liegen und irgendwelche Gesüffe. Verdammt, nein, nicht trinken. Ah, wo kommt die denn her? Boah, den haben wir mal volle Kanne erwischt und der ist tot. Dann helfen wir mal der lieben Piper. Ja, der Toll ist auch noch ein legendärer bissiger Hund. Ich glaube, mit Hack. Versuchen wir mal mit Kopfschuss. So, zack. So, den haben wir mal volle Lotte erwischt. Yes, das. Und der auch noch. Meine Güte. Ein Stärke und ein Ausdauer. Uiuiui. Den werde ich mir gleich mal kurz anschauen. Inventar. Wo haben wir es? Plus ein Stärke und plus ein Ausdauer. Ne, Kleidung brauchen wir. Befestigt Lederrüstung da. Ja, verlieren wir ein bisschen, aber komm.
Ist ja super, da haben wir ein bisschen, brauchen wir da keine Skills reinsetzen, großartig. Und Sendeturm OBB 915A. Sendeturm ist das also. Ich dachte, also aus wie ein Ölturm oder sowas. Das müssen wir mal schauen, was nehmen wir denn mal für eine Waffe jetzt gerade? Weil uns gehen langsam die Munition aus. Für die Waffen, die wir haben. Sendeturm Terminal. Willkommen, Terminal von Rupco Industries. Aktiviere den Satelliten, um Signale der Umgebung zu verstärken. Ja, dann bitteschön. Da mal auf hier. Hervorragend. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Notsignal gefunden und hast du nicht gesehen. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Einmal kurz ins Radio geschaut. Uiuiui, da haben wir ein klassisches Radio. Militärfrequenz, Notsignal, Radarfunksignal. Aha. Gut. Sag mal hier. Auch sehr ruhig. Das ist das Diamond City Radio, das klassische, also jetzt nichts Besonderes. Ja, gut. Ich wollte jetzt mal kurz schauen, was sich da verändert hat. Hat sich nicht so viel geändert. Aber cool. Haben wir hier eine schöne Funkstation geöffnet oder gestartet, wie auch immer. Und jetzt schauen wir mal eben kurz, was haben wir denn an Quests gerade mal so. Weil hier haben wir jetzt so das Größte alles gesehen. Hier müssen wir mal mit Nick reden, das können wir dann immer noch machen. Stehler, melde dich bei Paladin Dance. Goldproben. Ja, okay, für die Freiheit, sprich mit Preston. Ja, ich würde sagen, wir reisen mal hier zurück. Einfach mal nach Cambridge zurück. Und dann können wir nämlich mal mit Dance sprechen. Ich glaube nicht, dass wir uns endgültig jetzt dem anschließen. Ja, weil uns fehlen ja auch noch so einige Fraktionen. Also zumindest geht es mir so. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Fraktionen hier wir noch nicht gesehen haben. Also 4 Stück sonst ja insgesamt. Seit 2 habe ich bisher kennengelernt. Vorne haben wir Ghule. Ich schaue mal, ob ich die irgendwie umgehen kann. Ganz schön neblig hier gerade. Da hinten sind die hohen Gebäude. Ich gehe jetzt mal hier langsam runter. Ich habe keine Ahnung, was so gut ist. Ah, wenn wir jetzt hier runterrutschen, dann... Hervorragend. Funktioniert alles super. Hier haben wir ein paar... Hier mal ein Campingort oder sowas. Oh oh. Ein wilder Ghoul. So, um meine Waffe auszuweichen. Hier, nimm das. Also, kann ich auch noch runter. Ganz toll. So, mal eben kurz nachgeladen. Und der Ghoul hat 10 mm Patronen dabei. Die sind natürlich sehr praktisch. Vor allem, da wir gerade hier sind. Sehr ruhig hier. Uah! Ah, komm, geh weg. Und aua! Kommst du. Ah, ein leuchtender Ghoul. Auch das noch, wird ja immer besser. Wow, was macht der denn für geile Sachen? Ah! Geh weg! Nimm einfach mal die Waffe hier jetzt gerade. Komm, komm, komm. Wow, ist der schnell! Scheiße. Da ist auch noch ein anderer Ghoul. Oh, ich erwisch den kaum. Schnell mal ins Dimpack reingepfiffen. Ach, geh doch weg. Leck mich doch. Wo ist er? Na toll, es kommt auch wieder ein anderer Ghoul an. Oh, ja, ist klar. Und dahinter versteckt sich dann... Oh, diese Radioaktivität muss weg. Und das schleunigst. Oh, mal eben kurz rein hier. Radaway. Nein. Oh, scheiße. Komm, komm, komm. Stats, Skill-Tabelle? Nein, ich will keine Skill-Tabelle. Geh mir nicht auf den Sack. Radaway, Radaway, Stimpak, Stimpak. Komm, noch eins. Nein, da will ich gar nicht hin. Ah. So, mal schnell geheilt hier. Rein mit dem Zeug. Arsch jetzt. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, was macht der denn jetzt?
Wilder Ghoul, hallo, hinter dir! Ach, leck mich doch am Arsch! Na toll, ein Schuss geht. Uah. Fuck. Alter, diese Viecher sind mal richtig fies. Weil die weichen allem aus, was man so hat. Und ich glaube, ich gehe jetzt in den Nahkampf. Ey, was anderes geht nicht. Hier, nimm das. Und das. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh, fuck. Boah. Hier, komm, verreck endlich, du Drecksvieh. Boah, leck mich doch, ey. Ey, dieses Vieh, ja. Hier, wo haben wir hier nochmal, komm, nochmal Rattaway, Rattaway und dann nochmal ein Stimpack hinten rein. Das, ey, hier brauchen wir gerade richtig viel. Hier, nimm das und das und das auch noch. Und dann ist endlich Ruhe hier. Boah. Alles haben mitgenommen. Dann noch die restlichen Ghule erledigen und dann, boah. Das war da mal ein Hallo. Meine Güte. Huiuiui. Ja, dann untersuchen wir mal hier diesen Campingort ein wenig. Wohnpark Fiddler's Green. So heißt dieser Ort hier. Wo kann man denn hier rein? Jetzt haben wir da drin irgendeine Tür übersehen oder was? Ah. Eine Laborstation. Ja, hervorragend. Da können wir doch mal ganz viel Stimpaks herstellen. Tja, so viel auch nicht. Hm. Na, ganz toll. Ja, Blutpakete haben wir jetzt genug. Granate, da können wir Molo herstellen. Drogen, ja, da können wir wie immer massig herstellen. Minen, Injektormunition, Verwertbares, verlassen. Was haben wir hier? Oh, Munition auf ein neues. Ein Revolver und anderen Zeugs. Da haben wir noch Platz im Inventar. Ne, das waren die Trefferpunkte. Halt. Oh ja, noch genug. Wir haben noch genug Platz. Ziemlich neblig hier alles. Derzeit. Also das Wetter ist gerade nicht das Schönste, aber naja. Gibt Schlimmeres, oder? So, was haben wir da? Einfach nur ein Sitzkissen oder was? Hier ist wohl nicht viel drin. Kommen wir hier irgendwo rein? Sogar ein Pool gibt es hier. Hallo, wo ist denn der Eingang hier in dieses Ding? Muss auch einen Eingang geben, oder? Oh, da haben wir da noch jemanden liegen. Aber die bringt uns nichts ein. Hä? Aber ich sehe Besuch. Wow, ihr seid echt viele, nicht wahr? Komm her, so, ein Arm weg. Oh. Hier, geh weg. Und du auch. Und du wär auch ganz schön, wenn du weggehen würdest. Hier, komm her. Und zack. Oh, auch der ist weg. Und du auch noch. So. Zwei Ghule erledigt. Ich hoffe mal, dass die Gute das da hinten auch hinkriegt. Ja, hervorragend. So, die hat auch noch zwei erledigt, wie es scheint. Malpinsel hat der dabei. Was hat das Vieh hier? Kronkorken. Ja, immer her damit. So, und wo ist jetzt der Eingang in dieses tolle... Ah, da, Schiebetür. Mein Gott, da muss man erstmal suchen hier. So, hier gibt es nichts. Und da haben wir auch noch was Schickes zum Knacken. Ein Stealth Boy nehmen wir auch mit natürlich. Den Bleistift brauchen wir jetzt gerade nicht. Hier haben wir noch einen Werkzeugkasten. Und wenn wir den geknackt haben... Ach, scheiße. Ah, nicht ganz. Ja. Wie schön. Hervorragend hätten wir. So, und hier geht's ins Terminal. Aber dieses Terminal erkundigen wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich mal Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns damit beim nächsten Mal wieder hier bei Fallout 4.